Das Spiel, das wir gleich spielen werden, ich erkläre es dir gleich, heißt Reim auf Schmerz. Reim auf Schmerz spielen wir. Reim auf Waisenherz, heute sozusagen. So. Es ist ein. Bist du ein bisschen into Schlagermusik? Magst du Schlagermusik? Ich habe in den 90ern mit meinem Bruder rollende Disco gemacht. Wir haben Betriebsfeste, Silberhochzeiten und so bespielt. Wir haben noch Schlager gespielt, als das offiziell einfach noch scheiße war. Ja. Da bist du aber wirklich. Und heute Abend habe ich Kopfweh von Iron Sheer. Toller Song. Das stimmt, aber das Claudia Jung war unsere Helene Fischer. Ja, das stimmt. Ja, ja. Aber Iron Sheer kann man heute wieder ironisch singen und das ist so, ne? Aber es gibt ja ganz viele Künstler, die sind so scheiße, die kann man ja auch nicht mehr ironisch singen. Nein, das kannst du, ja. Aber die sind nicht die, die jetzt kommen. Die jetzt kommen, sind ganz toll. Ich kenne nichts davon, weil es ist ein faires Spiel. Wir zeigen jetzt von den eher Unbekannteren, es kann auch ein Bekannterer dabei sein, aber es sind eher so die Unbekannteren, Ausschnitte aus deren Musikvideos. Und dann halten wir das Musikvideo an und wer zuerst glaubt zu wissen, wie es weitergeht, singt einfach weiter. Und da das Spiel Reim auf Schmerz heißt, ist es natürlich zwingend, dass es sich reimt am Ende. Okay. Ne? Okay. Also das Video darf man mitgucken. Das Video müssen wir mitgucken, weil das ist, glaube ich, auch highlightig. Ja. Jan, was hören wir denn als erstes? Das Video ist immer ein Highlight auch. Also es sind eher so aus dem billigeren Trash-Schlager-Party-Bereich. Ja. Video auch mal sehr schön. Das erste ist Bernie, du bist Himmel und Hölle. Oh, das klingt schon jetzt super. Du bist Himmel und Hölle, du bist der Wahnsinn, den ich brauch. Sonne, Feuer und Regen. Sonne, Feuer und Regen. Ich spritz dich ab mit dem Feuerwehrschlauch. Oder sowas. Ich hatte kurz Angst, das beginnt mit Spritz und endet auf Bauch. Ja. Aber Gott sei Dank. Ich glaube, das könnte es wirklich sein. Wir lösen mal auf. Du bist der Wahnsinn, den ich brauch. Sonne, Feuer und Regen. Und meine Insel bist du auch. Ah, das ist aber genauso gut. Okay. Deins ist genauso gut. Ja. Das ist schon mal, hätte er sonst. Ja, es ist gut. Ich gebe dir einen Punkt dafür. Ja, ja, du kriegst einen Punkt dafür. Ja. Ja. Ansonsten wäre als Textzeile auch noch schön gewesen, komm, wir schächten ein Schaf, denn das mag ich auch. So war's halt. So. Wie absurd. Ja. Wir haben schon mal dieses Spiel gespielt und ich hatte auch eine Textzeile und habe auch ein Schaf geschächtet. Also ich habe nicht wirklich ein Schaf. Wirklich? Ja. Es ist lustig. Das stimmt, ne? Da nicht sieht man, mit dir. Ja, da kann man mal sehen, was für verquere Geister wir sind. Dann machen wir noch einen, oder? Was haben wir denn noch? Ja, wir haben jetzt noch gesagt, der Titel deutet schon in so eine Richtung. Ja? Okay, Die Terrortucken. Wir sind die Geilsten im Revier. Bitte, wer? Die Terrortucken? Die Terrortucken, wir sind die Geilsten im Revier. Dann habe ich das richtig verstanden. Die Terrortucken. Aber das ist meine. Aufgepasst, hier geht was ab. Und wehe, hier macht heute jemand schlapp. Wir machen Party. Und dieses nicht zu knapp. Wir Terrortucken, wir schlagen zu. Ja! Zuerst komme ich und dann kommst du. Das wäre wahrscheinlich der echte Rahmen. Ja. Und meine Mutter in Strapsen kommt auch dazu. Das ist schön, du musst aber singen. Ja. Und meine Mutter in Strapsen. Ach so, ja, das ist, da kommt schon. Und Mama in Strapsen kommt auch dazu. Yeah, baby. Ja. Der Reim ist sehr abseitig. Ansonsten, wir hören auf. Wir schlagen zu. Der echte Schuh des Money too. Alter. Ganz ehrlich, dann lieber die Schwachsenmutter. Also wenn selbst der Wendler sich schon beschämt abdreht, ne, sagt, das kann man nicht machen. So kann man mit Musik nicht umgehen. Wir sind der echte Schuh des Money too. Hätte man drauf kommen können. Da hätte man drauf, das ist wirklich, ja, das ist sehr nah. Wollen wir noch eins spielen? Ja, wir haben gerade ein Liebeslied. Andreas Lavo, Ti Amo. Das gibt's doch schon. Moment mal. Das gibt's doch. Ich wittere Plagiat. Sonntagmorgen. Und ich liege noch wach. Denn in der letzten Nacht. Macht dein Vibrator so krass. Aber das stimmt grammatikalisch leider nicht. Ne? Ja, und ich war lustigerweise auch bei Krach. Ja. Ne? Und das war Brückentag. Warte, das? Das war sehr gut. Das ist gut. Das ist toll. Das ist toll. Ja. Das war gut. Ist ein bisschen Klassiker jetzt. Bitte, bitte? Das ist eher ein Klassiker da rein. Brückentag ist Klassiker. Ja, völlig richtig. Komm, wir lösen auf.
denn in der letzten Nacht hast du mich um den Verstand gebracht. Aber da wäre keiner drauf gekommen. Ja, wobei das Ergebnis ist ja relativ deutlich, dass er um den Verstand ist ja offensichtlich. Ja, ja, das stimmt. Dass er da einen herben Verlust. Das ist das Schöne am Schlager, es ist authentisch. Ja, das absolut. Vom Leben. Und immer dieser, ich finde das ja so geil, das ist ja Moment, deswegen liebe ich ja die Insta-Stories vom Wendler gerade. Oh. Weil er ja wirklich immer mit seiner 13-Jährigen am Heck irgendwie mit der Zigarre dann auf so, einer, auf so einem gemieteten Gummiboot da steht. Und dann läuft halt genau so eine Musik auch immer da ja. drüber. Da ist das ist so, aber seine Musik. Das ist seine ja. Musik und diese Textbildschere ist so absurd, weil es sieht so optisch so ein bisschen aus wie die, sagen wir mal, ja, slowakische Variante von Miami Vice. Ja. Und die Musik, die da drüber liegt, ist aber halt 1:1 so dieser Autoscooter. Ich glaube ehrlich gesagt, Lager. Dass der Wendler eine lang angelegte Satireaktion ist. Wirklich? Das ne? wird irgendwann aufgelöst. Das ja, kann nicht echt sein. Ja, da steckst du doch dahinter. Da, es geht so viel schief in dieser Welt, meine Damen und Herren. Aber deswegen ist es ja unsere Aufgabe, ein bisschen Herzlichkeit und Unterhaltung zu bieten. Und das haben wir jetzt getan. Unser Spiel Reim auf Schmerz hat Micky Beisenherz gewonnen, weil ich das sage. Und es ist verdammt nochmal meine Show. Das war Reim auf Schmerz. Das ist Comedy. Und das auch. Abonniert den YouTube-Kanal der PM Krause Show. Ich muss leider jetzt einen Witz schreiben. Bin ich aus dem Bild?